Freunde, herzlich willkommen zu unserem Tierpark-Teletreff mit Herrn Professor Dr. Date. Guten Tag, liebe Freunde. Wir melden uns heute von einer der neuesten Anlagen hier im Tierpark Berlin, wollen ein wenig unter Affen, ihren Anlagen und Unterkünften Umschau halten. Uns aber nicht vom Affen beißen lassen. Wobei ich die Bezeichnung gar nicht so unpassend finde. Na, das ist schon richtig, aber man sollte bedenken, dass man sich durch Affenbisse, wenn der Speichel der Affen in die Wunde mitgerät, und das tut er ja auf alle Fälle, gibt es böse Infektionen, schwere Eiterungen, also so ungefährlich sind Affenbisse gar nicht. Ja, und dem Menschen gegenüber ist der nur aggressiv, der Affe aus Furcht, aus Angst? Ja, natürlich, vor allem, man kann vielleicht generell sagen, dass sich höhere Tiere im Allgemeinen vor Menschen zurückziehen, schnell oder auch heimlich. Aber wenn sie in die Enge getrieben werden oder wenn sie keinen Ausweg mehr wissen, oder auch, wenn sie Junge zu verteidigen haben, dann werden sie aggressiv, so auch die Affen. Denn das Gebiss wird beim Affen nur dann eingesetzt, wenn er Streitereien untereinander schlichten will. Rangordnung herzustellen will, jawohl, ja. Gut, großartig, Annemarie. Wenn er Rangordnung herstellen will, aber sonst natürlich nicht. Und insofern darf man also sicher sein, nicht ohne weiteres vom Affen gebissen zu werden. Wir melden uns, wie gesagt, von einer der neuesten Anlagen hier im Tierpark Berlin. Einer wunderschönen, möchte ich behaupten. Und ganz in der Nähe befinden sich verschiedene Affenunterkünfte. Und hier heute nun die neueste, die Katte-Anlage. Wir haben ja bei der Gründung des Tierparks Berlin zunächst die Kleinaffen außerordentlich vernachlässigt. Wir hatten nur ganz wenige, haben dann später einen guten Bestand an Menschenaffen uns angeschafft. Aber jetzt wollen wir nach und nach umso mehr, als die Kleinaffen im Freien, im großen Teil der Erde vom Aussterben bedroht sind, werden wir das nachholen. Wir haben nicht die Absicht, viele Meerkatzen oder viele Pavian oder so, das nebeneinander zu halten, sondern wir werden immer nur bestimmte, besonders attraktive Gruppen nebeneinander haben wollen und dann in schönen Anlagen, die gut in die Landschaft eingepasst sind, unserer Bevölkerung ein solches Leben dieser meist doch als Herdentiere auftretenden schönen Säugetiere zu bieten. Wie schon gesagt, eine wunderschöne Anlage. Besonders reizvoll ist sie natürlich, wenn man auch die Bewohner darauf sehen kann. Gab es eigentlich bei der Besetzung Probleme, Herr Professor? Nun, jede Anlage, die neu besetzt wird, wird von uns mit Spannung besetzt, weil wir ja oft glauben, sie ist ausbruchssicher oder sie hat sonst keine Nücken. Aber dann, wenn die Tiere drauf sind, zeigt sich nicht selten, dass sie eben doch Schwierigkeiten hat. Nun, gleich viel. Hier haben wir erst zunächst mal in einem kleinen Käfig die Tiere im Haus drin gehalten, damit bei ihnen der Wert eines Heimes für das Haus entwickelt wurde. Dann haben wir sie rausgelassen und dann zeigte sich, dass sie nur nach und nach das umliegende Gelände, es sind ja zwei Inseln hier in dem Becken drin, erobert haben. Und das war immer großartig zu sehen, wie sie jeden Ast versuchten, was verträgt er beim Schaukeln und so weiter. Sie haben ja, da sie vorher etwas enger gehalten worden waren, natürlich auch nicht die Sprungfähigkeit gehabt, die sie brauchen. Und sie haben vor allen Dingen auch nicht die Abmessung so recht gekonnt. Und das mussten sie erst lernen. In der Literatur steht natürlich, dass sie nicht schwimmen können. Die Affen hatten die Literatur nicht gelesen, verstehen Sie, Annemarie. Und der Erfolg war, dass sie bei den ersten Sprüngen ausrutschten, ins Wasser fielen und dann doch paddelnd schwammen. Draußen im Freien werden sie vielleicht Ast erreicht haben oder so etwas. Hier haben meine Pfleger dann eingegriffen und sie herausgeholt. Aber freiwillig gehen sie nicht ins Wasser. Das ist mal ganz sicher, denn wir haben sie ja nun fast ein Jahr auf der Anlage. Und ich darf sagen, sie gehört mit zu den schönsten Freisichtgehegen des Tierparks Berlin. Auch nach meiner Einschätzung. Und wo kommen die Katzen hier, Herr Professor? Sie kommen aus Madagaskar, sind dort auch vom Aussterben bedroht. Erfreulicherweise lassen sie sich in menschlicher Obhut ganz gut züchten. Zum Beispiel hat der Zoologische Garten Dresden schon gezüchtet. Und wir hoffen natürlich auch,
eines Tages junge Katas, die noch einen Strich niedlicher sind als diese hier. Schauen Sie, sie erinnern eher an einen Marder oder an eine Katze, an eine Kleinkatze und nicht so sehr an einen Affen, weil sie so ein Gesicht mit spitzer Schnauze haben. Aber es ist eben eine Form, die noch nicht sich zum Kleinaffen entwickelt hat. So können wir in diesem Zusammenhang wieder einmal auf zwei wichtige Aufgaben zoologische Gärten verweisen, nämlich neben der Haltung müssen auch die Nachzucht solcher Tierarten im Auge behalten werden. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass das gar nicht so einfach ist. Nicht immer weiß man ja, wie die Tiere sich in der Wildbahn verhalten. Das ist völlig richtig. Es hat sich allerdings in den letzten Jahren ein klein wenig geändert. Dazu ist zu sagen, dass einsatzfreudige Menschen, junge Menschen, junge Forscher, die auch Entbehrungen hinnehmen, in zunehmendem Maße im Ausland in den Vorkommensgebieten dieser Tiere leben und sie beobachten. Aber dennoch sind viele Einzelheiten eben nur in einem Tierkarten festzustellen und festzuhalten. Also hier müssen beide Dinge zusammenwirken, Freilandforschung und tiergärtnerische Beobachtung. So können wir uns also nur wünschen, dass sich unsere Katas auf der Anlage so wohlfühlen, dass sie uns auch bald Nachwuchs bescheren. Auch das ist mein Wunsch. Wenn man am Schloss vorbeigehend den Tierpark betritt, gelangt man zunächst an eine Affenanlage, bevor man zu den Katas kommt. Und das ist die erste Affenanlage des Tierparks überhaupt. Ja, das ist die Gibbon-Anlage. Und hier möchte ich sagen, dass sie jetzt schon besser aussieht als bei der Eröffnung. Denn wir haben ja Bäume aus der südostasiatischen Heimat der Gibbons gepflanzt. Sie leben ja in Indonesien. Und die sind schon ganz gut angewachsen, aber die werden noch besser werden. Denn ich möchte, dass hier eine Tümpelatmosphäre entsteht. Und dann auf diesen kleinen Weiher, der da ist, mit diesen Inselchen, die Tiere gewissermaßen umhüllt, von schönen Bäumen leben können. Also so das hier, man muss ja bei uns immer etwas Fantasie auf 10 Jahre voraus haben. Auf der Anlage sind 2 Tiere in der Regel. Haben wir nicht mehr Gibbons Doch, oder hat es einen anderen Grund? Wir haben mehr, das hat natürlich einen anderen Grund. Wir haben am Anfang eine ganze Anzahl junge Gibbons verschiedener Arten drauf gehabt. Aber in dem Moment, wo die Tiere geschlechtsreif werden, fallen sie übereinander her. Es bildet sich ein Paar heraus und alles andere wird aus dem Territorium herausgescheucht. Und das heißt, wir haben sie dann einfach weggenommen, haben sie weggegeben oder getauscht. Jedenfalls, es geht nicht, dass man mehr wie 2 drauf hat. Man kann natürlich 3 drauf haben, nämlich dann Oje und Pipi, die ersten Besitzer dieser Anlage, haben nach Jahren, als wir es schon aufgegeben hatten, doch noch einen Sohn bekommen, den Tietje, der dann von dem Dach immer runterrodelte, auf diesem glatten Dach herunterrutschte. Und das geht, dass eine Familie zusammen drauf lebt. Aber wenn dann der Junge geschlechtsreif wird, beißt der Vater ihn auch aus der Gruppe raus. Bei einer Tochter, da sieht er das immer noch etwas nach, aber da kenne ich auch Fälle, wo dann die Mutter ihre Tochter herausgescheucht hat. Und da bleibt nichts weiter übrig, als sie eben wegzunehmen. Und das ist der sprichwörtliche Gesang? Ja, der ein Territoriumsruf ist. Das heißt, wenn diese Tiere singen, dann heißt das, dieser Teil des Waldes ist besetzt. Hier sind schon wer, hier kann niemand her. Und so, das ist, ich würde nicht sagen, so weit der Ruf schallt, aber doch immerhin ein großes Stück Gebiet damit abgrenzen und gewissermaßen Platzrechte immer jeden Morgen und jeden Abend auf diese Weise verkünden. Ich darf noch mal auf Orje, einem guten Bekannten von mir, zurückkommen. In der Zeit, als sich Tietje und Orje noch verstanden, haben wir eine Sendung gemacht. Das ist ungefähr 5 Jahre her. Und daraus wollen wir jetzt einen kleinen Beitrag zeigen. Ich muss dazu sagen, dass diese Gibbons ja sich ausschwingen müssen. Man hat früher diese Tiere nicht oder schlecht halten können.
Und eigentlich erst diese moderne Haltungsweise, dass man sie auf solchen Freisichtanlagen hält. Sie gehen übrigens auch nicht ins Wasser, sondern sie fürchten Wasser. Und wenn sie trinken wollen, halten sie die Hand hinein. Und das Wasser, was sich in dem Fell der Hand festsaugt, das saugen sie dann raus. Nun, es sind ja Affen. Es wird jeden auffallen, der sie anguckt, die lange Arme und kurze Beine haben. Das heißt also mit anderen Worten, das sieht man sofort, sie hangeln also und schwingen. Und deswegen haben wir hier diese Inseln, die wir hier hintereinander gebaut haben, so weit auseinandergenommen, dass sie ohne weiteres schwingen können. Im Moment haben wir eine andere Familie drauf, die noch nicht völlig eingefahren ist, sodass wir solche Strickleitern dazwischen haben. Sonst schwingen sie bis 3 Meter Entfernung von einem Bambusstab zum anderen. Wobei, wenn ich also Bambusstab sage, das mit Bewusstsein von uns hier eingebaut worden ist, sondern dort, wo sie dann aufkommen, sich festhalten, muss wiederum ein elastisches Element sein, kann also nicht ein strammes Holz sein. Sondern sie müssen sich, also wenn sie schwingen, dann auch wieder ausschwingen können. Denn es zeigt sich ja öfter, ich habe mir in Museen früher öfter Skelette von diesen Tieren angeschaut. Sie haben fast alle Rippenbrüche. Das heißt, sie fallen eben auch mal runter. Es bricht ein Ast oder sie verschätzen sich im Sprung. Nun ist im tropischen Urwald, sie kommen ja in Südostasien vor, sehr starkes Unterholz. Und das fängt sie auf, aber zu Rippenbrüchen kommt es dennoch.